Willkommen zu FN24 Audi Karriere. Wir sind heute in Sao Paulo. Und was das bedeutet, ihr wisst es ganz genau. Heute steht erneut ein Sprintrennen an. Ich freue mich extrem und hoffe natürlich, dass wir auch heute wieder wertvolle Punkte im Meisterschaftskampf gegen Alpine, aber vor allem auch natürlich um unseren Platz, unseren 10. Platz in der Fahrerweltmeisterschaft ja halten zu können, ein bisschen machen können. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Hier haben wir also Interlagos, 4,3 Kilometer, 15 Kurven, 2 DRS-Zonen. Eine sehr, sehr tolle Strecke bergauf, bergab und natürlich geschichtsträchtig mit dem Senna ist und auch dem Wissen, dass alten Senna hier schon die ein oder andere Runde gedreht hat. Wir gehen jetzt mal in unser Sprint-Qualifying rein und da hat es tatsächlich die erste Runde ausgemacht, denn in der zweiten konnte ich mich nicht mehr verbessern und jetzt geht's los. Ab in die erste Kurve, das Senna ist wahrscheinlich schon das Aushängeschild dieser Strecke. Der Exit verdammt wichtig und der war auch hier ordentlich, würde ich fast sagen. Das DRS wird noch beim Kurvenausgang aufgeklappt und jetzt geht es hier Richtung harten Bremspunkt und auch Track Limits sind eine Riesensache hier. Ganz, ganz fern hier geblieben und auch hier ganz, ganz fern geblieben. Die Strecke an sich Highspeed pur und sehr, sehr enge. Er erinnert wirklich an italienische Rennstrecken. Den Berg hinauf viel Schwung mitgenommen, hier früh genug gebremst und auch den Scheitel ordentlich erwischt. Jetzt geht es hier. Ja, durch diese langsamen Kurven, wo du wirklich nicht mit allzu viel Gas reinfahren darfst, sonst ist halt wirklich dein Heck direkt weg. Hier links, ja, meide ich auch immer gerne, so ein bisschen auf diesen Gras-Bedunkörb zu kommen und der Mittelsektor war ordentlich. Das gibt zwar kein Purple, aber ja, für mich ein Wissen, dass das wirklich toll mit dem Auto hier funktioniert. Und Fun Fact, ich fahre hier tatsächlich nicht mit dem Brasilien-Setup, das ich eigentlich ja mir gespeichert habe, sondern ich fahre hier tatsächlich mit dem Spielberg-Setup, weil ja der Topspeed einfach besser ist. Mal gucken, wo wir gelandet sind. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Nico Hülkenberg fährt auf die Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Oscar Piastri, Fernando Alonso, Norris, Leclerc, Stroll, Tsunoda, Verstappen, der Professor, Ricardo, Joe, Sainz, Gasly, Perez, Albon, Russell, ein Wagen des neuen Teams, Ocon, Bottas, Magnussen und Logan Sargeant. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Und hier sind wir also nun im Sprint, Leute. Wir starten von P19, was ja ganz grottig ist. Lights out und let's go. Ich hoffe, dass es hier im Rennen ein bisschen nach vorne geht. Hier genau in der Mitte, zwischen den beiden Sauberjungs, geht es hier durch in Richtung Turn 1. Und da schießt der Racing Bull an seinem Teamkollegen und an Albon vorbei. Und ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Ich gehe jetzt hier an einem Racing Bull und an einem Williams vorbei. Also tatsächlich doppeltes in der Mitte durchspiel hier, aber das war tatsächlich nicht gewollt. Hier mit einem Überschuss, Yuki verteidigt hier aber spät. Also das war das schon Moving Under Braking, da bin ich mir ziemlich unsicher, aber es war tatsächlich nicht die feine Englische. Wir springen hier in Runde Nummer 2 rein, sind jetzt an Lance Stroll dran, immer noch auf dem gleichen Platz. Ja, nein, da können wir nicht draufhalten. Das ist tatsächlich zu psychopathisch und das musste ich dann auch während dem Manöver selbst einsehen und habe dann auch schnell zurückgesteckt. Auch vor uns hier geht es ordentlich zur Sache. Kevin Magnussen und Romain Grosjean, nein, wer ist das? Und Perez auf 10. Also das ist hier der Fight tatsächlich um das eine, nein, gibt es ja auch nicht, scheiße. Den einen Punkt gibt es ja nur ab Platz Nummer, der lässt da innen so halb die Tür offen und da denke ich mir, ja, dann gehe ich hier rein. Es war ein gewagtes Manöver, aber wer wagt, der gewinnt, Leute. Und wir haben hier tatsächlich gewonnen. Es ist der 12. Platz. Kevin Magnussen und Perez werden da vorne ja auch noch ordentlich ins Zweiten hoffentlich kommen. Und dann wären wir schon auf den 10. Platz, aber wir müssten ja auf P8, um den Punkt mitzunehmen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Hier zieht jetzt rechts erneut Lance Stroll an uns nicht vorbei. Das reicht hier gerade noch, um den Kanadier hinten zu halten. Aber das kostet natürlich verdammt viel Zeit und somit schlüpft uns der Magnussen und Perez aus dem DRS-Fenster raus. Das ist natürlich nicht so toll. Wir springen hier in die 5. Runde und ja, jetzt bin ich tatsächlich hier nur noch Futter.
Also Kevin Magnussen ist auf und davon mit Perez gefahren. Die sind natürlich, ja, Magnussen profitiert natürlich auch vom permanenten DRS, der Perez gibt. Magnussen profitiert davon. Und ja, Esteban Ocon, der hat halt wirklich hier eine ordentliche Pace. Ich probiere halt wirklich alles aus, aber ja, das ist, glaube ich, nicht so unsere Strecke hier. Viele Kurven, wenig Geraden. Ihr wisst natürlich, unser Audi hat einen hohen Top-Speed, aber dann eher einen lowen Abtrieb. Und das macht sich leider auch hier bemerkbar. Falls ihr die restlichen Videos noch nicht gesehen habt, guckt gerne oben rechts in die Playlist vorbei. Und da rechts decke ich ab und links zieht dann Ocon mal in die erste Kurve rein. Und Bro, hattest du doch irgendwann mal vor einzulenken? Jetzt gebe ich ihn da die Revanche quasi, denn das war nicht die feine Englische, was hier Esteban Ocon aufführt. Das war meiner Meinung nach echt nicht gerade sauber von dem Franzosen. Und ja, da gehen wir neben die Strecke. Ich kann hier das Auto kaum mehr halten. Die roten Reifen waren rückblickend dann vielleicht doch eine Fehlentscheidung. Wir gehen in die achte Runde. Bis jetzt ging es eigentlich mit der KI. Jetzt ist halt Daniel Ricciardo wieder da und noch Esteban Ocon. Aber an und für sich ist es wirklich eine Klatsche, würde ich fast sagen. Ich meine, wenn ich mir den Abstand zu Perez und Magnus angucke und die wiederum ja sind ja auch noch meilenweit von der Spitze entfernt. Also ich bin da locker 25 bis 30 Sekunden weg und das in 8 Runden. Natürlich habe ich den meisten Rückstand hier in den letzten 1-2 Runden aufgeholt mit dem Hin- und Herfighten und natürlich auch dem abbauenden Reifen, aber es ist trotzdem eher, scheiße. Das müsst ihr und ich auch zugeben. Also das hätte echt besser sein können. Da geht es über die Ziellinie für Carlos Sainz und der ist da locker 20 Sekunden weg. Es ist aber ehrlich gesagt ein okayes Rennen. Wir sind von 19 gestartet, werden hier vermutlich jetzt noch auf der Ziellinie von Daniel Ricciardo überholt. Holt er den 12. Platz, Bro, es gibt so und so keinen Punkt. Sind wir 13er geworden, ich bin, mehr oder weniger zufrieden. Wir konnten ein paar coole Überholmanöver überzeugen. Es geht ins Qualifying rein, Leute, es tröpfelt schon. Das bedeutet, schnell hier eine Aufwärmrunde gefahren. Und wir gehen rein in meine vermutlich einzige schnelle Runde. Denn wir haben hier leider das Pech, dass der Regen immer stärker werden wird. Ab in die erste Kurve rein, Senna, es ist rutschig schon ein bisschen. Aber wir müssen hier wirklich volles Risiko gehen. Viele Top-Teams noch an der Box und das bedeutet halt für uns tatsächlich, wir können uns einen abartig guten Startplatz aussuchen, weil, Magnussen-Effekt würde ich fast sagen und auch Hülkenberg-Effekt damals im Williams. Jetzt geht es einmal durch den Mittelsektor durch. Der erste Sektor war jetzt nicht besonders überragend, aber ja, ich gebe hier wirklich alles. Das müsst ihr mir glauben. Ab auf diesen Mittelsektor, da müssen wir jetzt ordentlich reinhauen. Leicht verbremst, das ist ein bisschen rutschig. Solche Mischbedingungen sind natürlich toll für unser Team, denn somit können wir uns eine Position im Qualifying rausfahren, die wir so eigentlich quasi nicht schaffen würden. Jetzt geht es also hier noch einmal durch die schnelle Links auf die Haarnadelkurve rauf. Der Exit hier ist verdammt wichtig. Wir kommen noch leichten Toe vom Williams. Nein, das ist ein Haas vor uns. Vielleicht gibt es da noch einen minimalen Toe durch die Kurven durch und der Regen wird stärker, Leute. Ich benutze hier alle Mittel noch einmal. Wo bleibt die Uhr stehen? Reicht es tatsächlich für einen guten Platz? Und es ist P6 bis jetzt mal geworden. Mal gucken, nach wo wir starten. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Nico Hülkenberg fährt auf die Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Oscar Piastri, Fernando Alonso, Norris, Leclerc, Stroll, Tsunoda, Verstappen, der Professor, Ricciardo, Joe, Sainz, Gasly, Perez, Albon, Russell, ein Wagen des neuen Teams, Ocon, Bottas, Magnussen und Logan Sargeant. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Das ist ein toller Startplatz, Leute. P10 ist es geworden. Aber ich glaube auch, sonst wäre es nicht viel schlechter geworden. Lights out und let's go. Max Verstappen neben uns. Yuki Tsunoda vor uns. Was ist das denn für eine komische Aufstellung hier? Wir gehen an Yuki Tsunoda in Richtung Turn 1 vorbei. Und da gibt es die leichte Berührung mit Lance Stroll. Da gibt es natürlich auch zurecht die Verwarnung für uns. Und wir bleiben hier weit, weit hinter dem Kanadier. Aber wir wissen natürlich auch, er ist mein direkter Rivale in der Fahrerweltmeisterschaft. Und auch Aston Martin generell in der Konstrukteurs-WM. Da gehen wir ganz spät rein und wir können hier wirklich erneut mit einem Late-Move
erneut gegen Lance Stroll und da ist erneut in Brasilien auf ein anderes Rennen vorbeigehen. Wir sind auf dem 7. Platz und das, glaube ich, wird es dann vielleicht auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ich hier ein, zwei Runden jetzt, bis das DRS ja auch bei uns da ist, dass wir da vielleicht noch an Norris dranbleiben können, denn das wäre natürlich wirklich eine tolle Sache. Dann könnten wir wirklich hier Windschatten und auch DRS nutzen, um eventuell auch an dieser Gruppe dran zu bleiben. Der Start an sich war toll und Alonso hatte wirklich einen grottigen Start. Der hat da, wer ist denn das, Leclerc, glaube ich, ab. Wer ist da voll? Auf der Pole steht ein Haas? Was ist denn hier los, Leute? Auf der Pole steht tatsächlich ein Haas. Kevin Magnussen, glaube ich, ist das. Also das ist aber mal so eine weirde Sache. Nein, das ist Nico Hülkenberg. Erneut von der Pole mit dem Haas. Der zieht da vorne davon. Das ist, ja, also for real. Weirder geht's doch kaum hier. Und da fliegen die Fetzen wieder. Typisch in F1 24. Kein Schimmer, was das sein soll. Aber eins ist auf jeden Fall da. Wir sind in der dritten Runde und haben es auch geschafft, immer noch im DRS zu Lando Norris zu bleiben. Aber auch Lance Stroll vor uns hat ordentlich, hinter uns ist noch ordentlich dran geblieben. Und es ist auf jeden Fall zu sehen, Alonso hat die Führung bereits übernommen und jetzt bremst der Nico ein bisschen alles und jeden hier ein. Also es ist ein regelrechter Zug. Nico Hülkenberg nur noch auf 654 auf, na warte mal, 654 auf 3. Und ja, der jede Kurve kostet halt enorm viel. Das sind doch beide Haas, oder? Ist da vorne der zweite Haas auch noch? Es ist schwer zu sagen, aber nein, oder? Oder? Es ist weird, Leute. Es ist so weird, was hier abgeht. Also nein, das ist kein zweiter Haas. Das ist McLaren tatsächlich. Aber es ist echt komisch, welche Wende hier das Ganze genommen hat. Wir sind am Ende der dritten Runde angekommen und ich kann mir immer noch so ein bisschen das DRS gönnen. Von, da gibt es einen Verbremser. Das war tatsächlich Oscar Piastri, der sich hier verbremste. Und vielleicht können wir nun endlich mal ein bisschen näher an Norris und auch an Leclerc drankommen. Aber jetzt kommt mal Stroll an uns dran. 2,2 Sekunden hat Max Verstappen einfach in den letzten 1,5 Runden auf uns aufgeholt. Das ist wirklich, wirklich absurd viel. Und das ist dann wirklich eine unfassbare Pace, die da hinten die Jungs da fahren können. Es ist aber auch eine Strecke, wo du wirklich nur an zwei Spots theoretisch überholen kannst. Also einmal Start-Ziel natürlich und dann natürlich die Gegengraden nach dem Senna S. Also das ist nicht so, als ob du jetzt an jeden beliebigen, x-beliebigen Fleck überholen könntest. Nein, so ist es nicht. Also wir müssen natürlich immer einen guten Exit aus der letzten Kurve haben. Aktuell haben wir den Anschluss komplett verloren. Charles Leclerc und Lando Norris, die pushen sich da vorne weg. Aber mich wundert es natürlich auch, dass wir in Runde 6 noch immer noch Nico Hülkenberg vor einem Ferrari und einem McLaren fahren haben. Das zeigt dann schon vom Grundpace von den Haas-Jungs. Also ich fühle mich wohl zwar auf dieser Strecke, aber es ist auf jeden Fall ernst zu sehen, dass das Auto die Strecke noch nicht so, ja, fahren kann, wie ich das gerne wollen würde, weil ich wirklich ein riesen Fan von Interlagos bin, aber das heutige Rennen, das macht das Ganze wirklich unnötig schwierig. Roter Reifen bedeutet auch, dass wir natürlich auf Weiß gehen werden im zweiten Stint, vermutlich, allen Vermutungen. Jetzt probiert ja Stroll das erste Mal seit dem Start und wir können uns hier in der ersten Kurve irgendwie noch vorbeiquetschen. Das ist natürlich gut für uns und Yuki Tsunoda ist an Max Verstappen vorbeigegangen. Das ist auch eine interessante Wende, die sich hier oft tut. Nico Hülkenberg, ja, wurde jetzt gleich double overtaked von Leclerc und Norris. Und ja, somit ist, glaube ich, auch unsere Chance, hier irgendwie noch schnell sich vorbeizuschlüpfen, vorbei. Wir gucken uns das Ganze hier noch einmal an und da zieht Nico Hülkenberg links vorbei und Max Verstappen auch vorbei. Und in Richtung Turn 1 probieren wir es dann ganz spät. Zu dritt geht es hier rein. Und das geht sich dann wirklich aus, dass wir auch zu dritt in das erste, ja, in die erste Hälfte des Senna-S reinfahren können. Und das hat hier funktioniert. Wir sind in der 11. Runde. Es gibt hier einen langen Sprung. Bis hierher ist nicht viel passiert, außer dass wir viel Zeit auf Nico Hülkenberg verloren haben. Und immer wieder der ein oder andere Versuch von den hinteren Jungs kommt. Ja, sonst ist eigentlich alles wie immer. Und ja, jetzt geht es hier über dieses Hügel drüber. Ein Kick sauber war schon an der Box und dass ich 12 Runden mit dem Soft aushalte, mit dem habe ich selbst nicht gerechnet. Was für mich natürlich jetzt unterm Strich bedeutet, wir können uns beim zweiten Stint tatsächlich auf den gelben Reifen einigen und müssen jetzt nicht unbedingt den weißen nehmen. Das ist natürlich jetzt, ja, fraglich. Ich meine, weniger Sprit ist auch drin.
Also ja, wir gehen, glaube ich, Risiko und werden auf Gelb gehen. Jetzt heißt es auf einmal Arschbacken zusammenkneifen, die paar Kilometer, paar Kurven nehmen und jetzt geht's an die Box, Leute. Ende Runde 12, Max Verstappen macht es uns nach. Stroll fährt noch eine Runde weiter. Das ist interessant und auch vorne viele Jungs an der Box, McLaren, Mercedes und auch hier fährt ein McLaren weiter. Jetzt heißt es, Jungs, bitte nicht verkacken, sonst ist Max Verstappen direkt vorbei. Tolle Reaktion und let's go. Yes, Mann. 2,4 Sekunden Standzeit. Sauber. Sehr, sehr sauber. Ab durch diesen, ja, auch holprigen Boxenausgang. Also das ist wirklich ganz, ganz crazy. Du fährst hier eine Monaco Senna S-Version. Das ist dann wirklich crazy, wenn du hier einen kleinen Fehler machst. Gab es auch schon. Natürlich in der langen Geschichte der Formel 1 gab es das tatsächlich auch schon. Hier probiert es jetzt Max Verstappen in Runde Nummer 14. Wir gehen nebeneinander rein. Und wer bremst hier später? Leute, das ist crazy, was hier abgeht. Es ist einfach nur verrückt. Außen kann man natürlich jetzt nicht lange dranbleiben und dadurch, dass er dann auch noch ein bisschen weitergegangen ist, konnten wir uns hier ja gerade noch so zurückverteidigen. Siebter Platz, Nico Hülkenberg ist 7 Sekunden weg, also selbst der ist schneller hier als der Audi. Hier raus aus der Hahnadelkurve und jetzt könnte es tatsächlich eine ganz enge Geschichte werden. Wir sind vorne geblieben. Natürlich, augenscheinlich. 4 Zehntel, können wir das halten? Ja, das reicht noch. Aber Yuki Tsunoda quetscht sich an Verstappen vorbei. Und Verstappen am Ende wieder an Yuki. Und jetzt ist wieder Yuki an Verstappen vorbei. Und jetzt ist wieder Verstappen an Yuki vorbei. Was geht denn da hinten ab? Das freut mich natürlich. Das kostet ihn ein bisschen Zeit. Aber lustig finde ich es auch. Alle. Ja, Nico Hülkenberg immer noch vorne und der fährt da wirklich eine unfassbar saubere Pace. Max Verstappen und Yuki Tsunoda auch hier in Runde Nummer 18. Geht dieser Fight hin und her noch immer noch da? Dr. Helmut Marko wird schon, keine Ahnung, das Kündigungsschreiben für Yuki ausgedruckt haben. Und da fehlt nur noch die Unterschrift, wenn da wirklich eine blöde Aktion kommt. Wir sehen das Ganze hier. Geht es erneut zu dritt in die erste Kurve rein. Aber diesmal hatten wir hier wirklich den besseren Ausgang. Und ja, ich liebe solche Fights tatsächlich. Die machen halt wirklich ordentlich Bock. Max Verstappen schießt hier an der vorbei. Er quetscht sich hier regelrecht rein und es reicht nicht ganz. Dann haben wir hier den Exit aus dieser langen Kurve und auch hier wieder ein Verstappen, der hier drauf hält. Aber das können wir auch gerade noch so verteidigen. Dann geht es hier nebeneinander. Schade, das war leider nicht da. Und hier haben wir Runde Nummer 15, Max Verstappen. Mein Gott, Leute, war das eng. War das eine knappe Kiste hier. Ja, und da kann ich und auch Max Verstappen nichts tun, weil halt auch noch Yuki da ordentlich drauf hält. Wir sind mittlerweile in der 20. Runde. Da ist eine gelbe Flagge da hinten. Hat es jemanden getroffen? Und Wer ist es denn? Ich glaube, das ist ein Williams. Das sollte ein Williams sein. Und nein, das ist ein Alpha, ein Yuki Tsunoda. Verstappen hat jetzt 3 Sekunden durch dieses Hin und Her verloren gegen Yuki und jetzt scheidet der einfach aus. Also das muss so eine unfassbare Erniedrigung sein in Sicht von Verstappen, dass der da jetzt wirklich unnötig gekämpft hat quasi. Wir springen hier in Runde Nummer 24 und der Abstand ist quasi immer gleich geblieben. Nur Verstappen hat ein Problem bekommen. Das bedeutet, der ist von Stroll und auch Perez überholt worden. Die Jungs sind natürlich jetzt um einiges wieder schneller, aber ich glaube wirklich, dass wir auch
diesen siebten Platz auch über die letzten 4,5 Kilometer über die Ziellinie retten können. Also die holen zwar schon enorm auf, aber das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich meine, wir schaffen es hier wirklich auf dem siebten Platz ins Ziel, wenn Klopfer auf Holz nichts mehr passiert und wenn wir diese letzten paar Kilometer überstehen. Vor uns ist wirklich eine Ewigkeit nichts. Also auch Nico Hülkenberg fährt da irgendwo im Nirgendwo und wiederum Piastri, der ist dann da vorne dran. Ich bin also fast 30 Sekunden hinten. Wobei ich sagen muss, dass die Pace im Hauptrennen gar nicht so schlimm war oder gar nicht so langsam war wie die Pace im Sprintrennen. Also die Pace im Hauptrennen hier, wir haben auf 25 Runden knappe 30 Sekunden verloren. Also knapp eine Sekunde pro Runde waren wir langsamer, was natürlich immer noch eine Riesenklatsche ist. Aber trotzdem muss man sagen, Brasilien liegt dem Audi nicht. Das kann ich jetzt auf jeden Fall sagen und wir nehmen trotzdem hier drei wertvolle Punkte mit. Fernando Alonso gewinnt das Ganze im fünftbesten Auto. Also das ist natürlich, ich würde jetzt mal sagen, Realismus ist nicht da. Wir sind nämlich in der ersten Season und dass da der Aston Martin so verdammt schnell ist, das ist dann eher unwahrscheinlich, würde ich fast sagen. Ja, jetzt geht's durch die letzte Kurve durch, Leute. Und wir retten hier unseren siebten Platz ins Ziel. Hatten den einen oder anderen Moment und werden hier tatsächlich P7. Was für ein Rennen, was für ein Sprint. Siebter Platz, 6 Punkte. Ich bin mehr als zufrieden. Gerade nach dem verhunzten Sprint kann ich mich, glaube ich, sehr glücklich schätzen, auch dass wir Verstappen, Stroll und Perez hinten halten konnten. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Aston Martin steht heute ganz oben. Geben wir das Final Klassement, wir nehmen 6 Punkte mit und holen quasi genauso viele Punkte wie ein Nico Hülkenberg oder sogar noch 2 Punkte mehr wie Stroll und 3 Punkte mehr als Max Verstappen. Konstrukteurs-WM sind wir, Fahrerweltmeisterschaft sind wir knappe 50 Punkte vor Lance Stroll. Das ist stark, knappe 60 Punkte. Und auch hier in der Konstrukteurs-WM sind wir auf einem stabilen 6. Platz. Ich glaube auch, dass sich, wenn sich nicht mehr viel ändert, hier auch nicht mehr viel sich ändern wird. Und mein Teamkollege wurde Vorletzter, aber eigentlich Letzter, weil einer ausgeschieden ist. Ich bin trotzdem stolz. Ciano, weiß nicht genau. Wir haben noch 3 Rennen zu gehen. Also Katar steht noch an, Las Vegas und Abu Dhabi. Nicht in dieser Reihenfolge, aber also Las Vegas nächstes Mal, dann Katar, dann Abu Dhabi. Also der letzte Sprint im vorletzten Rennen. Ich freue mich enorm. Und ich würde auch sagen, das heutige Rennen war ziemlich interessant, spannend, packend, aber auch teilweise echt sehr hart. Für heute soll es das nun mal gewesen sein. Ich freue mich extrem, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und falls ihr es noch nicht habt, würde ich mich echt gern über einen kostenlosen Abo freuen. Und schaut unbedingt auch gerne auf die Social Media Channels vorbei. Hier werden wir einmal auf Chassis gehen. Das Billigste ist halt wirklich immer dieser Antrieb. Ich weiß nicht genau, was ich hier tun soll. Aber, jetzt habe ich Aerodynamik kaufen können, aber da sind wir natürlich auch weit abgeschlagen von allen Teams eigentlich. Also ich hoffe wirklich, dass es in der zweiten Season endlich weiter nach vorne gehen wird, weil das heutige Rennen hat schon gezeigt, wenn du die Ellenbogen nicht ausfährst, dann wirst du auch hier kaum belohnt werden. Hier haben wir noch einmal kurz Lewis, George oder Charles Leclerc. Was? Niemanden davon kann ich jemals in meinem Leben besiegen, aber ich glaube, George ist wirklich in der aktuellen Verfassung der Schwächste von den dreien, aber ich habe Perez schon nicht besiegt und jetzt dachten sie, sie geben mir noch einen Tränke lieber. Aber für heute war es das mal, Leute. Vielen Dank fürs Zugucken.
Ich würde mich extrem freuen, falls ihr ja noch nicht habt, dass ihr, wie gesagt, gern kostenlos abonniert. Überall ist die Moral niedrig, außer in dem Strapazifikatsprojekt, wo ich nie investiere. Auch interessant. Abonniert gern kostenlos, lasst gern kostenloses Däumchen oben da und schaut auch gerne auf itz-tobi auf TikTok und auch gerne auf it-gaming auf Instagram vorbei. Vielen, vielen Dank. Morgen sollte das nächste Video kommen. Falls nicht, schaut auf TikTok vorbei. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen und ciao.